mache fort. Jetzt hat das Wort die Kollegin Beate Müller-Gemicke für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, lieber Herr Kollege Schieberling, nur ganz kurz auch von mir. Wir Grünen wünschen Ihnen alles Gute und ja, noch ganz viele interessante neue Tätigkeiten. Und ich mache es ganz kurz. Wir, die Sozial- und Arbeitsmarktpolitikerinnen der Grünen Bundestagsfraktion, werden Sie bestimmt vermissen. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wieder einmal ist die sachgrundlose Befristung heute unser Thema. Erst vor 3 Monaten haben wir uns hier alle Argumente erzählen können, die einen für und die anderen gegen die sachgrundlose Befristung. Eigentlich ist alles gesagt, die Haltungen sind klar und wir Grünen bleiben auch dabei, sachgrundlose Befristungen sind unnötig und nicht akzeptabel. Vor mittlerweile 32 Jahren wurde ja die sachgrundlose Befristung von Schwarz-Gelb eingeführt und inzwischen ist das gängige und beliebte Praxis in der Arbeitswelt. Aber grundlos meint ja im Wortsinn nichts anderes als unbegründet zu befristen, und unbegründet wiederum meint vom gesunden Menschenverstand aus betrachtet durchaus unberechtigt. Und dennoch halten Sie, die Union, weiterhin an der sachgrundlosen Befristung fest. Gleichzeitig steigt die Zahl der Befristungen kontinuierlich an. Und das sogar bei einer sehr guten Konjunktur. Und obwohl freie Arbeitsplätze teilweise gar nicht besetzt werden können, für uns Grüne ist das eine Fehlentwicklung und die muss korrigiert werden. Und ich sage es immer wieder, wer gute Gründe hat, der kann natürlich auch weiterhin befristen, vorübergehend bei Auftragsspitzen, bei Projekten auf Zeit, Elternzeit, bei längerer Krankheit, zur Erprobung. Und sogar wenn der Grund in der Person liegt, und außerdem ist der Katalog der Gründe ja noch nicht einmal abgeschlossen, bei Befristung gibt es ausreichend gute Gründe für die sachgrundlose Befristung, aber nicht. Lediglich in einer ganz besonderen Situation sind aus unserer Sicht sachgrundlose Befristungen eine Zeit lang akzeptabel, und zwar, wenn sich Menschen auf den Weg machen, um ein neues Unternehmen zu gründen. Die Linke will auch diesen Paragraphen abschaffen. Wir wollen das aber nicht, und deshalb werden wir uns heute auch enthalten. Und es wäre einfach mal toll, wenn man einen gemeinsamen Antrag hinkriegen würde im Kompromiss, sodass auch tatsächlich alle zustimmen können. Wir wollen diesen Paragraphen nicht streichen, denn dieser Freiraum wollen wir für die Existenzgründerinnen weiterhin erhalten. Nur mit dieser Ausnahme wollen wir die sachgrundlose Befristung ansonsten komplett abschaffen. Und da argumentiert die Union ja gerne, das geht nicht, denn eine begründete Befristung bringe einen Riesenberg voll Bürokratie. Aber dieses Argument überzeugt uns Grüne überhaupt nicht. Wenn jemand länger krank ist oder in Elternzeit ist, dann ist eine Befristung doch ganz einfach zu begründen und auch zu dokumentieren. Und wenn ein Betrieb nur vorübergehend mehr Personal braucht, dann gibt es dafür auch Gründe. Und diese Gründe kann man auch dokumentieren. Und wenn das schwierig ist, und Herr Schieberling hat es gerade angesprochen, dann will der Betrieb in der Regel einfach nur flexibel bleiben. Aber genau dann geht es doch um die unternehmerische Risiko, und wie das Wort schon sagt, das Risiko haben nicht die Beschäftigten, sondern die Unternehmen zu tragen. So wäre es richtig, denn alles andere ist nicht fair und auch nicht gerecht.
Arbeitgeber erwarten durchaus zu Recht sichere rechtliche Rahmenbedingungen für ihr wirtschaftliches Handeln. Die Beschäftigten haben aber auch ein Recht auf sichere Rahmenbedingungen. Sie brauchen das für die Lebensplanung. Und deshalb wollen wir die sachgrundlose Befristung abschaffen. Wir Grünen streiten für gute und für sichere Arbeit. Wir wollen eine humane Arbeitswelt, denn das ist gut für die Beschäftigten. Und das ist auch gut für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Und Herr Schäferling, Sie haben es gerade angesprochen. Und langfristig nachhaltig gedacht ist das natürlich auch gut für die Unternehmen. Und deshalb sollten Sie die Union endlich handeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächste erteile ich das Wort.